Hier bei der alten Hütte ist Schluss auf der B252, B253, denn die Umfahrung Frankenberg ist zurzeit gesperrt. Gehende Leere also auf der Umfahrung, und wie man im langsamen Vorbeifahren sieht, sind hier etliche Risse in der Fahrbahn, auch Senkungen und kleinere Löcher. Das Ganze zieht sich bis zur Abfahrt Bottendorf hin. Dort wird dann die Fahrbahn komplett abgefräst bis zur Auffahrt hier nach Frankenberg bzw. dann nach Bottendorf. 16 cm werden entfernt und dann kommen eben 16 cm Asphalt wieder drauf. Rechts der Frässtreifen. Dazu kommen natürlich noch die Auffahrten wie hier nach Friedrichshausen. Hier wurden die Verkehrsinseln entfernt, werden neu aufgeklebt nach Ende der Maßnahme. Und das alles dient dem Erhalt. Zudem muss eine Brücke noch saniert werden. Ja, Baumaßnahme 252, 253, das ist die Ostspanne von Frankenberg. Nicht ganz unumstritten in der Bevölkerung. Was wird hier eigentlich gemacht? Ja, also zunächst mal ein gewisses Verständnis bringen wir schon dafür auf, dass die Bürger hier sich nicht darüber freuen, noch eine Baumaßnahme im Frankenberger Großraum und auch hier auf dieser Bundesstraße zu haben. Es ballt sich dieses Jahr tatsächlich. Ist vielleicht etwas unglücklich, ließ sich aber kaum vermeiden, denn wenn wir diese Baumaßnahme jetzt nicht umgesetzt hätten, die hier, hätten wir das frühestens in 2 Jahren machen können, weil im nächsten Jahr wieder andere Baumaßnahmen hier in Frankenberg anstehen, auch von der Stadt Frankenberg. Und das haben wir nur so koordinieren können, indem wir gesagt haben, okay, wir machen diese Baumaßnahme jetzt, zumal eine Überkonstruktion, also Auflager einer Brücke, weiter oben mitgemacht werden muss, dringend saniert. Details kann Ihnen der Herr Wind. Ja, wenn man das Vergnügen hat, oder nur ein Stück zu Fuß hier zu gehen, was man vorher überhaupt nicht gemacht hat, und mal genauer auf die Straße guckt, dann sieht man natürlich kommende Schäden, Absenkungen, kleine Risse und Löcher, die sich dann auch eventuell im Wasser eindringt. Und dann Frostschäden verursacht, nachher wird die Maßnahme eigentlich noch größer. Natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen, weil im Moment ganz viele Baustellen rundherum sind. Ja, Herr, was wird eigentlich jetzt hier... Genau, zur Technik an sich, Sie haben es ja eben schon erwähnt, dass die Fahrbahn ja Risse und Aufbrüche aufweist. Die Fahrbahn ist, ich weiß es nicht genau, aber gefühlte 25 Jahre alt. Das heißt, nach 15 Jahren werden die sogenannten Deckschichten, also die Oberbauschichten, die gebundenen Oberbauschichten in der Stärke von
8 bis 10 cm ausgetauscht, weil das reine Verschleißschichten sind. An dem Punkt sind wir jetzt angelangt. Hessenmobil hat die Maßnahme hier ausgeschrieben. Wir als Firma Rode haben den Auftrag erhalten. Wir fräsen also 16 cm des bituminösen Oberbaus runter und ergänzen den auch wieder mit 16 cm Asphalt. In den Auffahrten von Bottendorf kommt Auf- und Abfahrt Rosenthaler Straße und Auf- und Abfahrt Hainstraße werden die kompletten Oberbau- oder die gebundenen Oberbauschichten, die bituminösen, komplett aufgenommen. Die Fahrbahninseln werden komplett aufgenommen. Die Fahrbahn wird dann neu asphaltiert, erhält einen stärkeren Asphaltaufbau, der wird also zwischen 2 und 4 cm verstärkt. Und dann werden die Fahrbahninseln im Nachgang auf den Asphalt aufgeklebt. Im Bereich Rosenthaler Straße wird diese Fahrbahntrennung zwischen Auf- und Abfahrt komplett zurückgebaut, ersatzlos, weil dies immer im Unterhaltungsbereich der Straßenmeisterei zu Riesenproblemen führt. Ja, und das sind die Arbeiten und vorgesehen sind die Arbeiten bis, ich glaube, 10. Dezember läuft die Vollsperrung und wir sind natürlich bemüht, früher fertig zu sein. Über wie viele Kubikmeter abzutragen das Material? Die haben ja ein Angebot gemacht und da haben sie auch kalkuliert, wie viele Kubikmeter müssen hier entfernt werden. Also wir tragen ca. 10.000 Tonnen Fräsgut ab oder Asphalt ab. Dadurch, dass hier und da die Schichten verstärkt werden, wie ich es eben schon erwähnt hatte, bauen wir ca. 12.500 Tonnen Asphalt hier in den Bereichen wieder ein. Und das hält dann wieder 20 Jahre? So ist der Plan, jawohl. Also wie gesagt, Verschleißschichten, die sogenannten Verschleißschichten, unterliegen den Witterungseinflüssen, der Verkehrsbelastung und da ist normalerweise eine Laufzeit von Hessenmobil vorgesehen von ca. 15 Jahren und die ist ja also hier bei Weitem erreicht und da können die Bürger also und der Steuerzahler zufrieden sein, dass wir, wie eben erwähnt, schon die 25 Jahre voll haben. Der Bereich, wo wir jetzt uns befinden, der ist etwas jünger, aber auch nicht viel jünger, aber von hier an nach oben Richtung Korbach, also gefühlte 25 Jahre. Und älter. Mitte, Ende Oktober soll die 252 Ortsumfahrung Dorf-Itteraus aufgemacht werden, hat aber dann keine größere Auswirkung, weil der Verkehr ja ab hier wieder umgeleitet wird. Ne? Ja, das ist tatsächlich so, dass hier die Umleitung einmal über Frankenberg und einmal weiträumig organisiert worden ist oder organisiert werden musste. Es lässt sich halt nicht vermeiden. Bauen hat damit eben zu tun, dass wir Straßen wieder herrichten und in der Zeit, wo das gemacht wird, und Firma Rode, weiß ich, wird das hier ordentlich machen und vielleicht sogar etwas schneller unter Umständen, je nach Wetterlage. Das ist eben notwendig, ne? Auch wenn die Öffentlichkeit das manchmal nicht sieht, aber sich dann über das Ergebnis hoffentlich freut. Ich hab leider keine andere. Warte mal, lass mich mal. So, jetzt können wir loslegen. Jetzt. Okay. Hier sieht man also den Defekt der Übergangskonstruktion, wie weit ich den Zollstock da reinschieben kann. Normalerweise ist das 8 cm und ich bin jetzt drin eigentlich durch. Und da kann man halt den Defekt erkennen. Und dieses Stahlteil wird freigelegt, der Asphalt wird runtergenommen. Und dann geht das mit einem Verfahren, Hochdruckwasserstrahlen heißt das, wird der Beton weggestrahlt, sodass die Befestigung dieser Stahlschiene mit dem Stahl im Beton gelöst werden kann. Und dann wird dieses komplette Stahlteil mit neuer Abdichtung ausgetauscht.